Starte du doch mal mit der Anmoderation. Du müsstest jetzt sagen, hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Podcast. Heute mit mir, Tasso Vulgaris, und der faszinierenden, mich liebenden und ich sie liebenden Sabine Schmidt. Herzlich Das willkommen. war ja eine Anmoderation, da werden mir ja sofort die Knie weich. Schönen guten Tag. Guten Tag allerseits. Ja, ich hab Tasso heute mal die Anmoderation zu machen gebeten. Was war das für ein Satz? Aber es bietet sich ja so an. Wir treffen uns heute zum Thema Kleider. Und da lade ich mir natürlich einen Mann ein. Genau. Mal gucken, was ich dazu beitragen kann. Ich beschäftige mich ja schon seit meinem Studium mit dem Thema Kleider in meinem Designstudium und ich hoffe, dass ich aus meiner Sicht ja ein bisschen ein paar Tipps geben kann. Wir werden über, glaube ich, über Kleidertrends sprechen, über wie finde ich denn überhaupt den richtigen Kleiderschnitt und alles rund um das Thema Kleidernähen. Und da freue ich mich sehr drauf mit dir heute. Sehr schön, ja, geht mir auch so. Ich habe übrigens gestern der Franziska Hemmers gesagt, wenn ich Sehnsucht nach Tasso oder nach dir habe, dann kaufe ich mir gelegentlich eine Burda und gucke mir die so ein bisschen an und streiche mal das kleine Foto von dir vorne drauf. Da ist ja das Foto von Shanna ist daneben, ja. Und ja, ich bin dann immer so ganz fasziniert, weil die Stile so unterschiedlich sind. Also ihr macht so viele wunderbare Schnittmuster, aber es ist irgendwie was völlig anderes als das, was wir machen. Und ich finde, das ergänzt sich so. So die Geschmäcker sind so ja sehr unterschiedlich und wir bedienen da ja auch sehr unterschiedliche Bereiche im Grunde. Und Ja, das ist ja. dann habe ich eben gesehen, dass ihr ganz viel auch mit den schönen Stoffen von Hemmers Etex arbeitet und wirklich ganze Strecken mit deren Stoffen arbeitet. Ja, das machen wir sehr gerne, weil ich finde, die haben eine super schöne Auswahl auch an verschiedenen Qualitäten, an Grammaturen. Das ist für uns ja immer ganz wichtig, dass ich mit Partnern zusammenarbeiten kann, die wirklich von einer Jacke über ein fließendes Kleid bis zu einer wirklich kräftigen und standigen Baumwollbluse verschiedene Materialien haben, weil wir so, ja, so divers und so unterschiedlich ja auch designen und für uns auch in so einem Mode-Editorial, in so einer Modestrecke wichtig ist, dass ich verschiedene von der Bluse bis hin zur festen Jacke zum Beispiel auch alles zeigen kann, was auch irgendwie farblich und harmonisch zusammen passt und quasi wie ein klassisches Modemagazin die Strecken und die Schnitte präsentiere. Das ist bei uns ganz wichtig. Da wir nicht einzelteilig arbeiten, sondern versuchen, da die Stimmung und auch den Mut der Mode dann zu transportieren durch diese Strecken. Und das ist tatsächlich so, dass du dann auch die Stoffe auswählst. Also Franzi schickt dir dann wahrscheinlich Laschen und du guckst dir das dann an, oder wie geht das? Genau, wir haben dann schon so eine Grundidee. Meistens haben wir da schon eine Vorabsprache getroffen. Dann grenzen wir so ein bisschen die Thematiken ein, die wir vielleicht ganz gut finden. Ich bin auf der Messe und auf den Vorabmessen und schaue mir gemeinsam an mit ihr, was sie denn so ein bisschen geordert hat, was sie für Prints präferiert, was sie ganz gut findet für ihr Sortiment. Und dann habe ich das so ein bisschen abgespeichert. Danach setze ich mich dann mit meinem Modeteam zusammen und dann überlegen wir, was könnten wir denn, welche Farbklammer fänden wir gut, was könnten wir für ein Thema daraus gestalten. Dann machen wir ein Moodboard. Das schicke ich dann zu der Franzi und dann sagt sie, ja, super, finden wir gut. Und dann schickt sie mir alles, was so ein bisschen in diese Richtung ist, zu. Und dann machen wir quasi eine finale Stoffauswahl und skizzieren von diesen Stoffen dann die Schnitte, die wir machen wollen oder umgekehrt. Wir haben schon Schnitte im Kopf und sagen, ah, das ist doch ein super Stoff, der für diesen Schnitt jetzt funktionieren wird. Mir ist es dann natürlich auch wichtig, dass dann für jeden Schnitt und für jede Passform auch die richtige Grammatur und das richtige Material zum Tragen kommt, weil, aber da sprechen wir ja später nochmal drüber, was wichtig ist, um das perfekte Kleid für sich auch zu nähen. Der Stoff ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Absolut, also da kann man ganz viel falsch, aber auch sehr viel richtig machen, Ja, genau. ne? Warum sind Kleider eigentlich immer noch so wichtig? Also Kleider, das eigentlich, ja, ein Kleid, was macht das aus, ein Kleid? Ich finde, Kleider sind ja immer oder schon seit jeher, schon seit der Antike ein wesentlicher Bestandteil unserer Garderobe. Ich finde, zum einen sind praktisch und bequem. Man hat gleich mit einem Kleid, also mit einem Kleidungsstück, daher kommt es ja, mit einem Kleid ist man schon sofort angezogen. Man muss sich nicht Gedanken machen, wie kombiniere ich was? Ich muss nicht verschiedene Sachen nähen. Und ich finde, ein Kleid, glaube ich meine, ich kann ja nur so sprechen, wie ich das empfinde. Ich habe selber selten Kleider an. Ich finde, die drücken ja auch Persönlichkeit und Stil der Trägerin oder des Trägers aus. Sie können das Selbstbewusstsein stärken, das Gefühl von Eleganz übertragen oder eine Sportlichkeit oder auch so eine Art
Panzer sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen so je nach Stimmung, wie man sich gerade fühlt, und kann der Schnitt ja Sachen betonen, auch Emotionen betonen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und das Kleid ist auch auf dem Laufsteg gerade wieder ein Riesentrend. Es war eigentlich nie richtig weg, aber es wird jetzt wieder durchdekliniert. Und man kann schon sagen, so seit der Antike, also seit die Ursprünge des Kleides reichen ja eigentlich schon so bis zur Antike und schon vor der Antike zurück. Wo fängt die Definition Kleid an? Also klar, in der Steinzeithöhle hatten sich zwei Felle zusammengetackert, und das war auch schon quasi das erste Kleid. Es war kein Schnittmuster, genauso wenig in der Antike. Also wenn man so an die klassischen griechischen Gewänder denkt, diese Göttinnenkleider, diese Chitone zum Beispiel, das war ja kein Schnittmuster. Das waren einfach meistens quadratische Stoffe, die hin und wieder mal in Falten gelegt wurden oder auch nicht, meistens aus Wolle, Seidenmischungen oder auch ganz viel Leinen, weil natürlich in Griechenland oder in Mesopotamien und Ägypten durch das Klima einfach Leinen ganz wichtig war als Faser. Und es wurde dann eben durch Filbeln oder durch Nadeln und durch Gewandnadeln wurde dann der Schnitt konstruiert am Körper selber. Also Drapierungen, mit Gürtel wurde was auf Taille gebracht. Ausschnitt könnte asymmetrisch sein, je nachdem, wie man den Stoff umgelegt hat. Und dadurch ergaben sich erste Ausschnittformen, erste Körperformen, die quasi nur aus einem rechteckigen Stück Stoff entstanden sind. Das finde ich so faszinierend. Und das hat sich dann ja immer später entwickelt, bis es dann wirklich auch die ersten Schnitte gab, die dann vor allem im Mittelalter irgendwie wichtig wurden. Und der rege Austausch, quasi auch der Handel, die Handelsstraße, die Seidenstraße, brachten dann auch so Stoffe aus dem Orient irgendwie mit nach Europa zum Beispiel. Und dann die ersten richtigen Kleider, so wie wir sie heute definieren, vielleicht mit richtigen Schnitt, gab es dann vor allem in den Adelshäusern, die dadurch ihren Status auch gezeigt haben. Und zum Beispiel die Renaissance, da guckte man ja auch so nach außen, man ist so ein bisschen aus seinem eigenen Dunst rausgekommen, da brachte dann so eine Explosion an Farben und Mustern. Und das Kleid war immer, bis dahin auch schon in der Antike, immer ein Beispiel, ein Spiegel von Reichtum und Mode. Und dann im 18. Jahrhundert, um vielleicht dann nochmal bis zu uns jetzt zur Neuzeit vielleicht kurz zu kommen, gab es da nochmal so ein Dealbreaker. Da wurde nämlich das Korsett und die Corsage quasi richtig en vogue und erfunden. Und auf einmal hat man den Körper auch selber in Form gebracht und anders modelliert. Und aus dieser Corsage heraus ergaben sich dann quasi auch so neue schnitttechnische Linien und Möglichkeiten, die wir dann von den ganzen neuen Corsagen und Corsagenkleidern, die bis heute auch Relevanz haben und wieder auch sehr angesagt sind, das basiert alles quasi darauf. Das war so das erste Mal, dass der Körper durch ein Kleid auch richtig modelliert wurde, mit diesen ganz schmalen Taillen und exorbitanten Röcken. Wir kennen ja diese ganz extremen X-Silhouetten zum Beispiel. Und dann aber erst auch mit der Emanzipation, der Befreiung, der Grundidee der Frau natürlich, man wollte sich nicht mehr einengen lassen, so ab den 20er Jahren ging es dann halt los, dass man auch andere Körperformen wieder irgendwie Schönheitsideale nahm und das Kleid so die Evolution durchgespielt hat, so bis zu den Formen, die wir jetzt eigentlich wieder kennen. Und das ist auch schön, weil gerade auf den Laufstegen dieser Welt, gerade so ab den 50ern bis jetzt, eigentlich jede Ära und jede Kleiderform gerade neu interpretiert auf dem Laufsteg zu sehen ist. Und das ist auch, ich glaube, das Kleidungsstück, eins der Kleidungsstücke mit der größten vielfältigen, mit dem größten vielfältigen Erbe, was Stile und was so Evolution anbelangt. Deswegen sind Kleider nach wie vor wichtig und ich glaube, eins der grundlegenden Bekleidungsstücke, die wir überhaupt kennen und haben. Jetzt haben sich bei mir spontan vier Fragen ergeben, von denen ich mir vorstellen kann, dass viele Leute sich das auch fragen. Also woher weiß man das eigentlich, dass zum Beispiel im alten Griechenland Leute diese Stoffbahnen in Form gebracht haben? Wie haben die ihre Kleider getragen? Wir wissen das heute durch zum Beispiel durch Fibeln, die ja gefunden werden, die man im Museum sehen kann. Aber auch durch irgendwelche Hinterlassenschaften hört sich ganz schrecklich an. Ja, die richtigen Hinterlassenschaften, die haben sich jetzt Gott sei Dank abgebaut, aber die Griechen genauso wie die anderen Völker, die hatten ja den Drang, sich auch künstlerisch auszudrücken und gab es ja ganz viele Tonscherben, viele Tonmalereien, die Häuser wurden gemalt, es gab Mosaike, das heißt, Griechenland hat sich ja schon, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Griechenland bleiben, so ein bisschen meinem Herkunftsland, hat ja schon viel dokumentiert, eben nicht nur auf Papier, sondern eben auch auf Wänden, auf gebrannten Scheiben, und die haben einfach, diese Farbpigmente in der Erde haben natürlich diese Zeit überlebt und wir haben dann relativ viele
Darstellungen eben von Kleidern, von Formen, von Körperformen. Und die Griechen haben auch angefangen schon, die hatten ja ein Faible dafür, ihre Natur zu verstehen und alles auch zu kategorisieren, dass sie sogar quasi erste Lexika gemacht haben, wo dann solche Kleiderformen, die hatten ja auch alle einen Namen, das heißt, die haben den Kleidern ja auch eine Form gegeben, das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern diese komischen Namen wie Peplos, Chiton und Co. kam halt aus der Zeit, aus den antiken Schriftsätzen, wurde es quasi schon kategorisiert, weil es eben auch um vogue war, bestimmte Kleider zu tragen. Das kennt man ja auch bei den Römern, die haben das ja von den Griechen so ein bisschen übernommen. Und Kleider waren damals immer auch in allen Darstellungen vorhanden und auch die weibliche Schönheit wird ja dargestellt. Und vor allem auch, wenn man die ganzen antiken Büsten und Marmorstatuen anguckt, das war ja das Schönste für die alten Griechen, den Faltenwurf und die Fluidität des Stoffes bis aufs kleinste Detail in den Stein zu hauen, je nach Kulturepoche und je nach Kunstepoche, waren die Darstellungen sehr statisch, aber man konnte schon die Faltenwürfe sehen oder auch sehr diffizil und man hat sogar hinbekommen bei Statuen, bei einer Aphrodite, die aus dem Wasser steigt, den Stoff so zu modellieren, dass man sieht, dass der nass ist, dass der am Körper klebt. Deswegen haben wir dadurch einen sehr guten Eindruck bekommen, wie die Sachen wirklich damals auch ausgesehen haben. Es gibt keine Fotos, aber es gibt wahnsinnig viele Zeitdokumente, die Gott sei Dank bis heute noch überlebt haben. Ja, Wahnsinn. Die nächste Frage, die sich ergibt und die vielleicht auch sich Menschen stellen könnten, die den ersten Podcast mit dir gar nicht gehört haben. Wer ist denn der Typ und warum weißt du so viel über Mode? Wir haben dich überhaupt nicht vorgestellt. Was ist denn hier los? Ja, ich bin ja der Tasso Anastasios Vulgaris und ich bin ja der Chefredakteur von der Buddha Style und mache da zusammen mit meiner Kollegin, der Rashana Jennings, die Chefredaktion für alle Printprodukte, bin aber auch noch Kreativchef, also Creative Director nennt sich das im modernen Deutschen. Das heißt, ist nichts anderes als, ich teile meine Leidenschaft für Design. Bin ich eingestiegen in das Thema Nähen mit ihrer ersten Nähmaschine, mit der sie überfordert war. Habe das dann mein Hobby so ein bisschen zum Beruf gemacht, habe Mode studiert und Journalismus. Und konnte mich immer nie entscheiden, will ich eigentlich Modedesigner sein, will ich Journalist sein, was will ich eigentlich? Aber mich hat die Materie immer inspiriert, die historische, aber auch dieses ganze Wissen und die Sachen über Mode fand ich immer spannend und ja, habe dann Beruf rausgemacht und bin jetzt schon sehr lange bei der Buddha Style. Habe da als klassischer Moderedakteur angefangen, war vor allem für die Shootings und zuständig, habe dann ins Design mit reingeschnuppert und habe dann endlich einen Spot gefunden, wo ich so beides vereinen konnte, nämlich zu entwerfen, zu fotografieren und einen Schnitt quasi von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt zu begleiten. Und da bin ich jetzt schon seit über 20 Jahren und bin mittlerweile eben in der Chefredaktion und freue mich immer, nur inspiriert zu werden, mit Stoffen zu arbeiten. Und das Schöne ist, ich wollte nie zurück in die Industrie. Ich habe da mal einen kleinen Exkurs gemacht, weil ich noch nie so nah an dem Produkt war. Also, dass ich da noch wirklich einen Stoff aussuchen kann. Wir machen ja nur die Prototypen. Wir fotografieren ja nur die Muster, die wir dann, wir produzieren ja nur die Muster, die wir fotografieren. Und das ist die Arbeit, wie es im klassischen Nähatelier oder in einem noch stattfindet. Das heißt, ich bin ganz nah bei jeder Anprobe. Ich gucke mir die Teile an. Ich entscheide mit meinem Team zusammen über Passformen. Wie kann man es noch besser machen? Wie fällt es? Ist der richtige Stoff? Und das könnte ich in der Industrie so gar nicht mehr machen, weil die Zeit und die Muße hätte man bei den ganzen Prototypen nicht, die dann quasi natürlich repliziert werden für den Handel. Und das war immer so ein Steckenpferd, dass ich gerne den kreativen Bereich übernehmen wollte und ja, durch die Buddha Style das jetzt eben kann und deswegen auch so lange noch da bin. Es ist ja auch ein Wahnsinn, so einen Job zu finden, der so viele der eigenen Fähigkeiten, wo man so viele der eigenen Fähigkeiten und Talente abrufen kann. Das, ich glaube, das macht viele Leute echt so unzufrieden, dass die ganz viel können, ganz kreativ sein wollen, ganz viel mitentscheiden wollen und sie können es halt nicht, weil ihr Job das nicht zulässt. Und das ist ja, erlebst du das auch als ein Geschenk, diese Arbeit? Das erlebe ich als Geschenk, aber es ist natürlich manchmal auch ein Stück weit auch ein Teil meiner Realität. Natürlich würde ich mich am liebsten nur mit solchen Sachen beschäftigen, aber klar, je nachdem, wenn ich jetzt eben auch dann in der Chefredaktion bin, ist natürlich auch viel Logistik und auch viel Management dabei und ich merke aber auch, wenn ich mich in mich reinhöre, oh, wann ist jetzt der richtige Punkt, um jetzt wieder kreativ einzutauchen? Und ich habe, glaube ich, so eine ganz gute Wellenbewegung gefunden, wenn mich jetzt ein Bereich anödet. Ich bin jetzt überhaupt kein Zahlenmensch oder Excel-Tabellen können andere Leute bei uns im Verlag viel besser als ich, muss ich zugeben. Und das ist auch überhaupt nicht meins. Aber da habe ich dann Gott sei Dank Hilfe.
Und es ist dann so ein Auf und Ab, aber wenn es mir dann zu viel wird, dann schließe ich mich halt dann irgendwie im Stoffzimmer ein oder sag, ich brauche 2, 3 Tage Freiraum, ich muss jetzt mich nur mit dem Thema Entwurf beschäftigen und dann ist das schon wieder ein ganz guter Ausgleich. Das ist aber immer Ja, so eine also Waage, das ist immer so ein Auf und Ab. bei mir ist es ähnlich, das ergibt sich dann oft auch einfach organisch, ne? Dass man dann auf einen Schnitt wartet oder irgendwas kommt dann nicht, dann macht man mit was anderem weiter und so hat man immer so eine kleine Abwechslung. Also ich glaube, wir haben es schon beide ganz gut getroffen mit unserem Job oder mit unseren Jobs. Jetzt die nächste Frage, die sich ergeben könnte. Wo haben Sie den denn hingesetzt für diese Podcast-Aufnahme? Was ist das für ein Raum, in dem du da sitzt? Ich bin hier ganz hochprofessionell in unserem Stoffzimmer, nennen wir das liebevoll. Und da haben wir, weil wir ja so viele Sachen entwerfen, haben wir ein Lager. Das geht hier einmal rundherum. Das ist jetzt ungefähr ein 20 Quadratmeter Raum, der voll, pickepacke voll bis oben hin mit Stofflaschen ausgefüllt ist. Das heißt, wenn ich auf den Messen unterwegs bin oder eben halt mit unseren Partnern zusammenarbeite, wie zum Beispiel mit Hammers, dann schicken die uns natürlich Laschen. Hier haben wir sie dann archiviert und haben sie dann quasi geordnet. Das heißt, wenn ich jetzt Wollstoffe in einer bestimmten Grammatur suche, dann sind die da. Wenn ich jetzt Prints suche, dann sind die da. Wenn ich jetzt Seidenstoffe zum Beispiel suche, was weiß ich. Also das ist hier alles so ein bisschen sortiert nach bestimmten Ordnungsprinzipien. Das heißt, wenn wir jetzt Stoffe aussuchen, machen wir ja 30 bis 40 Schnitte am Stück für ein Heft. Das heißt, dann brauchen wir eine relativ große Auswahl und vor allem pro Monat. Und meine Devise ist, dass ich möchte nicht, dass sich jetzt ein Stoff in irgendeiner Ausgabe wiederholt, sondern ich will natürlich immer wieder was Neues zeigen, immer wieder inspirieren. Und deswegen brauchen wir hier einen großen Fundus, um einfach, ja, wie in einer Modefirma auch, relativ schnell Entscheidungen zu treffen. Und das sind dann halt erstmal die ersten Stoffflaschen als Griffmuster und als optisches Muster. Und wenn wir den Stoff dann wirklich benutzen wollen, dann ordern wir den von unseren Lieferanten oder eben von unseren Handelspartnern. Und nehmen dann quasi die Probemodelle raus. Und ja, das ist dann das gute Stoffzimmer. Hier gibt es einen riesen Tisch, wo wir dann mit den Skizzen sind. Und dann wird hier gewurschtelt, wenn wir Design- und Stoffbesprechungen haben. Also bei euch würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Ganz ehrlich, irgendwann mache ich das mal. Ich Komm, werde komm. mich dann Ja, als Praktikantin. den nächsten Podcast machen wir zusammen und dann kannst du hier, machst du hier ein kleines Praktikum bei mir. Ist gut. Jetzt könnte man sich ja fragen, dieser Typ hat so eine furchtbar angenehme Stimme. Das ist aber, wir kommen gleich wieder auf die Kleider. Also da werden wir schon wieder hinkommen. Da vertraue ich ganz fest drauf. Dieser Typ hat nun so eine furchtbar angenehme Stimme. Gibt's nicht auch irgendwie Burda zum Anhören? Ja, Steilvorlage. Stylevorlage, vielen Dank, dass du darauf hingewiesen hast. Ja, wir haben ja jetzt seit über einem Jahr auch unseren eigenen Podcast Nähen aus Leidenschaft ins Leben gerufen und den teile ich mit meiner lieben Kollegin der Rashana Jennings. Und ja, da sprechen wir natürlich auch über Modethemen, über Themen, die aktuellen Ausgaben gerade begleiten, aber auch holen uns auch gerne Partnerinnen und Partner ins Haus. Wir werden ja später auch noch mal eine Folge zusammen aufzeichnen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, dass du endlich auch mal Gast bei uns sein darfst und kannst im Podcast. Das hat jetzt lang genug gedauert. Und ja, das ist so ein bisschen Nähen und die kreative Welt und die Welt der Mode so ein bisschen zum Anhören. Und ja, dadurch kann ich auch so ein bisschen auch auf einer anderen kreativen Weise mich da ein bisschen ausleben. Ich wusste gar nicht, dass meine Stimme als so angenehm empfunden wird, aber Dankeschön. Nee, ist auch nicht so. Ich Ist auch so, du habe bist nur ja, du gedacht, wolltest mir nur ein bisschen ich wollte Honig dir nur ins Maul schmieren. genau ein kleines Kompliment machen, so um die Stimmung zu heben. Nein, natürlich ist deine Stimme super Und angenehm. Also ich höre euch sehr gerne, ich höre auch Shanna sehr gerne. vielen Dank. Ja, und ich glaube, wir ergänzen uns da einfach total gut. Shana kommt aus einem anderen Bereich und schaut auch mal ein bisschen so journalistisch rüber. Und ich bin dann natürlich der totale Modenerd, finde ich, und Modeprofi. Und da muss ich auch manchmal gebremst werden, wenn ich dann zu viel ins Detail gehe. Aber unterstützen wir uns einfach sehr gut. Und das kommt sehr gut an. Und ich finde, das finde ich auch sehr wichtig, weil dadurch wird ja auch so eine Marke auch emotionaler. Und das war mir ganz wichtig, als ich jetzt dann vor ein paar Jahren angetreten bin in der Chefredaktion zu sagen, ja, Burda Style ist dann irgendwie gut. Wir haben, ne, eine Burda, die ganze Legacy, die Heritage, wir haben die Schnittmuster so groß gemacht. Das ist so ein Riesending und manchmal merke ich, dass auch manchmal auch so eine Distanz bei den Leuten da ist und die versuche ich dadurch auch zu nehmen. Dass wir sind, klar machen wir Sachen professionell und das ist auch unser Geschäftsmodell, aber letztendlich geht es um Mode, geht es darum, um Projekte zu schaffen, mit denen man gemeinsam was erreichen kann, Freude in die Welt zu tragen über das Schnittmuster und über das
Hobby selber schneidern, selber stricken, einfach Leute zusammenzuführen. Und das ist ganz wichtig. Und da, ja, versuchen wir durch verschiedene Formate und eben auch durch den Podcast jetzt einfach ein bisschen ein Stück weit näher an unsere Leser und Hörer zu kommen. Ja, absolut, kann ich verstehen. Und ich glaube, das gelingt euch sehr gut. Ich glaube außerdem, dass dieser Podcast ein Problem löst, das du meiner Wahrnehmung nach auf jeden Fall haben wirst. Du hast immer viel, viel mehr zu erzählen, als du in den Heften unterbringen kannst, als du auf eurer Website, die ja sehr groß und informativ, sehr schön ist, unterbringen kannst. Und das ist ja auch was Tolles, dass man nochmal Hintergrundinfos erzählen kann, dass man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, dass man Leute mitnehmen kann mit Geschichten, die irgendwie mit den Heften zu tun haben, sodass die sich auch mal was herleiten können. Und vielleicht, während sie blättern, denken, hey, da hat er doch drüber gesprochen. Oder, das so sieht das dann also aus. Weil euer Podcast ist ohne Bild. Wir zeichnen ja jetzt heute mit Bild auf. Aber dann hat man noch mal so ein bisschen einen anderen Zugang zu eurer Arbeit auch. Es ist ein bisschen griffiger. Und was auch wichtig ist, machen wir jetzt auch, dass ich jetzt auch angefangen habe, da hat mich die Marketingabteilung dann, also lange musste sie nicht über mich überreden, dass ich jetzt auch natürlich eigene Reels starte auf unserem Instagram-Kanal, um einfach dann bestimmte Themen auch nochmal zu zeigen, warum habe ich jetzt diesen Stoff gewählt oder wieso ist es denn jetzt gerade ein Modethema. Manchmal sind wir vielleicht hin und wieder zu schnell. Es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie modeinteressiert man ist. Manchmal muss man Sachen auch erklären, warum das jetzt gerade wieder Trend ist oder was ich mir überhaupt dabei gedacht habe. Warum rezitiere ich jetzt auf einmal diesen Film? Was habe ich mir dabei gedacht? Und wie, man denkt sich, wieso kommt denn der jetzt auf die Idee? Was waren seine Inspirationen? Und es ist immer irgendwie eine Idee dahinter und die ist, glaube ich, ganz spannend, wenn man die mit seiner Community dann einfach auch teilen kann, was mich dann dazu bewegt oder warum auch manche Sachen schiefgelaufen sind, kann ja auch passieren. Nobody's perfect, ich finde. Dadurch wird man auch noch ein bisschen greifbarer, um zu sagen, ja, wir haben aber auch die und die Problematik, mit der wir uns jetzt irgendwie befassen müssen. Und da kann man ja auch was dazu sagen. Ich finde, das ist ein spannendes Medium, um sich da auszutauschen. Und das ist so sympathisch. Also man ist natürlich eine Firma und man arbeitet damit und man erschafft da Sachen. Aber auf der anderen Seite, auch wir haben unsere Learnings und mal gehen Sachen schief, mal nimmt man den falschen Stoff, mal nimmt man den falschen Schnitt für den richtigen Stoff oder was auch immer. Also ich finde, das hat total seine Berechtigung. Ja. Lass uns doch mal zu den Kleidern kommen. Also als du vorhin erzählt hast, sind mir mehrere Sachen in den Kopf gekommen. Nämlich dieser Transport von Emotionen durch Kleider. Ich bin jetzt kein großer Kleiderfan. Das entwickelt sich so langsam ein bisschen, dass ich denke, hey, ich sehe in einem Kleid ja gar nicht so schlecht aus. Aber mir ist sofort diese Emotion eingefallen, die zum Beispiel bei dem Film Pretty Woman passiert. Also du hast den Anfang, wo sie so ein T-Shirt-Kleid mit irgendwie so einem komischen Ring zusammengehalten trägt, dann hast du dieses braun gepunktete Kleid, dann hast du dieses rote Abendkleid, also du siehst eine Entwicklung und jedes Kleid ist irgendwie mit Gefühlen hinterlegt. Ich krieg schon eine Gänsehaut, wenn ich da nur dran denke, weil ich das so plastisch finde. Also man kann nicht nur Emotionen ausdrücken durch ein Kleid, man kann sie auch auslösen. Also ja, ein kleines schwarzes, denken wir an den Moment, wo er in die Bar kommt und sie dreht sich in ihrem kleinen schwarzen um und man denkt, scheiße. Ja, und ich glaube auch, dass durch diese ganzen Filme und ich glaube als Kostümbildner oder als Ausstatter für einen Film, nichts ist, glaube ich, so ikonisch und transportiert relativ einfach Emotionen wie einfach ein Kleid, weil es den ganzen Körper, den ganzen Frame irgendwie aushüllt. Natürlich, wenn man jetzt auch an den 70er-Jahre-Filme und die ganzen Hosenanzüge denkt, wie Kramer und Kramer oder den Look von Diane Keaton, die ja diesen Hosenanzug total populär gemacht hat und den Look. Aber nach wie vor, wenn wir so an romantische Filme denken, an so herzerwärmende Filme, fallen mir sofort irgendwie die Kleider dazu ein und nicht jetzt das strenge Kostüm oder irgendwie die praktische Jogginghose, die in dem Film getragen wurde. So ist es nun mal. Und ich glaube, es gibt kein Kleidungsstück, was einfach femininer ist. Es ist einfach im Begriff von Femininität, von Weiblichkeit und Frausein. Wann fing das eigentlich an, dass die Kleider vorher, also Kleider waren in der Antike androgyn, also, oder unisex, so, unisex. Also,
sowohl Männer als auch Frauen haben Togen und sowas getragen. Wann hat sich das aufgesplittet? Also wann wurden Kleider nur Frauen zugeordnet? Das hat dann, soweit ich das jetzt so ad hoc beantworten würde, hat es mit dem Beginn des Christentums und dadurch, also umso stärker die Rolle der Kirche wurde, die natürlich dann relativ maskulin geprägt wurde oder ist am Anfang, hat sich das relativ schnell in verschiedene Richtungen entwickelt. Dass dann quasi ja Männer bestimmte Uniformen trugen, mit einer Sakralität im Zusammenhang, und dann die Frauen sich weiterentwickelt haben. Also das ging dann schon im frühen Mittelalter los, dass sich das ganz schön auseinandergezogen hat. Und dann wirklich, würde ich jetzt mal sagen, ab dem 14., 15. Jahrhundert mit Entstehen von wirklichen Hosenschnitten und Co. Hat sich das nochmal auseinanderkristallisiert. Aber da müsste man mal tiefer reingehen in das Thema. Es ist eine ganz spannende Frage. Aber das wurde dann natürlich dann irgendwie auch versucht, dass diese Attribute halt da gewesen sind. Also, aber wenn man, das stimmt gar nicht so, wenn ich so drüber nachdenke, wenn man so alte minoische Verzierungen sieht, also wenn man jetzt mal wieder zurückgeht in die Antike, ist es eigentlich schon da stattgefunden. Also zwar hatten die Männer einen Lendenschurz, waren meistens oben ohne, die hatten auch so eine Art Rock an, aber so richtige Kleider gab es nicht, wobei es dann zum Beispiel bei den kretischen Frauen, bei den minoischen Frauen, die hatten schon so eine Art Corsagen-ähnliches Oberteil mit weit ausgestellten Röcken. Also da hat man schon diese Fruchtbarkeitssilhouette, sage ich jetzt mal so plump. Es ging ja immer darum, also irgendwie Hüfte. Genau, es war immer ein Symbol. Also das, es war ja auch, ist ja auch mal ganz schön. Man hat immer so ein bisschen auch vielleicht so einen negativen Aspekt, aber das war die früheren Kulturen waren auch oft Matriarchate. Das heißt, die Frau stand mit ihrer Möglichkeit Leben zu schenken über allem. Nicht umsonst war in der Antike die Gaia die Hauptgöttin, bevor dann dieses ganze Konglomerat losging mit irgendwie den anderen antiken Gottheiten, die quasi aus ihr quasi auch alles entstanden ist. Das heißt, die Fruchtbarkeit, die Weiblichkeit. Und das war eben das Symbol der Brust, der ausladenden Hüfte, was die antiken Menschen eben mit dem Symbol der Fruchtbarkeit und mit der Gabe des Lebensschenkens zu tun hatten. Das war ja immer auch ein Sinnbild, über Silhouetten zu sprechen und diese Weiblichkeit dann auch darzustellen. Und das ist, glaube ich, auch genau die Richtung gewesen, wieso Kleider und wie solche diese Silhouetten so wichtig waren, von der Antike bis jetzt, nach wie vor. Wir spielen immer noch mit ähnlichen Attributen. Obwohl jetzt dieses das Thema natürlich, wir haben uns da weiterentwickelt und es dreht sich ja auch gerade, dass es eher auch maskulin wird. Wir spielen mit den Rollen gerade, mit dem Augenzwinkern. Man kann es gar nicht mehr in so eine Schublade packen. Aber ich glaube, wenn man sich besonders weiblich fühlen möchte und irgendwie kommt dann doch wieder was aus dem Schrank, finde ich, was dann doch die Attribute der Frau nochmal unterstützt und schön zeigt. Ja, in den letzten 100 Jahren hat sich das ja auch sehr, sehr gewandelt. Also plötzlich wurden Kleider eben, waren Kleider nicht nur ein Kleidungsstück, sondern die wurden richtig politisch. Also durch diese Suffragetten haben weiße Kleider getragen mit lila und grün und haben dadurch ihre politische Einstellung als erste Feministin gezeigt. Oder die Säume wurden plötzlich kürzer. Mary Quant mit dem Minirock, das war ja damals legendär. Genau. Natürlich, das war ein politisches Statement. Das hieß, okay, unser Körper gehört uns, unsere Fraulichkeit gehört uns, wir lassen uns da nicht mehr unterdrücken und wir zeigen das, auf was wir Lust haben. Und da wird gar nicht mehr, das werden keine Modediktate oder wollten keine Modediktate mehr stattfinden, weil irgendjemand definiert hat, man muss so und so sich kleiden und die Rocklängen müssen so und so sein. Also deswegen meinte ich, Kleider und Kleidersäume, Kleiderlängen sind immer auch ein Stück weit, oder waren es früher vor allem, ein Sinnbild der politischen Situation und der Bewegung, die dahinter stand. Also auch politisches Ausdrucksmittel, Mode sowieso. Ich würde sogar so weit gehen, das ist ja auch Zeitgeist. Also denk mal an diese ganzen Flower Power Boho Sachen mit kleinen Boleros. Ich bin gerade zu einer Hochzeit eingeladen und habe mir ein Boho Stufenkleid dazu genäht mit einem Bolero dazu. Das ist für mich Festival. Ich werde mir wahrscheinlich ein paar Blumen ins Haar stecken. Oder Mia Farrow in Rosemary's Baby, die diesen kurzen Kleidchen, so ein bisschen mädchenhaft, nur so ganz spargeldünn und also es ist immer Zeitgeist mit dabei und die Kleider sind halt immer geprägt von dem, was gerade auch in der Gesellschaft los ist, oder?
Natürlich, total. Eben als Anti-Statement zu einer bestimmten politischen Richtung. Also es ist Krieg, also werden wir die Blumen als Friedensbewegung einsetzen, wenn wir jetzt über die Blumenkinder sprechen. Oder eben auch, klar, in den 80ern, als dann sich auch die Frauen Gott sei Dank emanzipieren konnten, auch in Führungspositionen zu gehen, erstmal so richtig, dann wurde natürlich auch bei den Kleidern diese Powerdresses erschaffen, die so ein bisschen die Maskulinität der Männeranzüge irgendwie dekliniert hat und nach dem Motto, hey, nicht nur ihr habt breite Schultern und habt Power, sondern ich auch. Wie sieht man ja gerade Mitte und Ende der 80er Jahre total. Dann wurde es wieder weicher in den 90ern, war es dann eher, okay, haben wir jetzt geschafft, wir müssen uns gar nicht mehr so aggressiv zeigen, sondern wir sind eigentlich eher cool. Da gab es ja schon, was jetzt wieder so en vogue ist, aber in den 90ern war ja schon die erste, ja, diese Genderfluidität vielleicht ein bisschen, will ich mich jetzt, sehe ich mich jetzt als total weiblich, Weibchen, bös gesagt, oder bin ich jetzt doch eher maskulin und ich spiele damit und ich will überhaupt nicht mehr in ein Extrem oder ins andere gehen. Da waren ja diese 90er Jahren Sleek-Silhouetten so in, die jetzt wieder total angesagt sind, wo man nicht wusste, ja, es ist ein bisschen androgyn, es ist aber dann trotzdem ein weicher fallender Stoff, was ist es eigentlich? Und jetzt merken wir, dass es gar keine, bei uns jedenfalls in den Breitengraden überhaupt keine politische Rolle mehr zu sein scheint, sehen wir eben auch so eine große Diversität auf den Laufstegen, weil es jetzt einfach darum geht, sich Spaß zu haben, sich mit Mode auseinanderzusetzen und ja, so zu sein, wie man ist, aber immer noch ein Stück weit auch ein politisches Statement. Also umso mehr Krieg und umso mehr Gewalt, glaube ich, in der Welt herrscht, desto mehr sieht man sich nach Retroformen, nach so Kleidern, die aus der Kindheitserinnerung raus einfach so ein schönes Gefühl transportieren. Ah, früher war doch alles romantisch und schön und besser und irgendwie es waren irgendwie schönere Zeiten, die waren nicht so komplex und so anstrengend, wie sie vielleicht jetzt sind. Und das spielt immer wieder und das dreht sich halt auch immer wieder, dieses Rad. Ich glaube, das wird uns viel zu selten bewusst, dass wir uns unsere Kleidung oder Kleider nicht unbedingt nach logischen Gesichtspunkten auswählen. Also man sagt sich, ja, okay, also es ist für den Sommer, sollte es schon Leinen sein oder so. Und dann, ich nehme halt ein Midi-Kleid oder sowas, weil das praktisch ist oder weil ich mich darin frei bewegen kann. Aber ich glaube, dass man sich seine Kleidung vorwiegend deswegen näht oder deswegen aussucht, weil sie eben mit einem bestimmten Gefühl verbunden ist. Also ich hülle mich immer auch in dieses Gefühl, das mir Kleidung gibt, also Sicherheit oder Sexiness Ja, oder natürlich. Weiblichkeit oder Provokation, was auch immer für mich da jetzt gerade im Vordergrund steht. Ja, und ich glaube, da durch das Kleid kann man das relativ schnell und relativ gut erzielen. Und ich finde, ein Kleid ist auch, wenn man sich so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt hat und so weiß, was sind denn so Körperformen oder was sind jetzt so Sachen, die für mich irgendwie ganz gut sind? Ich glaube, dass ein Kleid, also mir kann keine Frau erzählen, sage ich jetzt mal so ganz provokant, mir stehen keine Kleider. Ich glaube, da muss man einfach mal schauen, welche Kleider denn dafür oder für, warum das so ist, warum, was ist denn das Thema, wieso sie denkt, ihr stehen keine Kleider, weil ich finde, je nach Schnitt und je nach Stofflichkeit gibt es, glaube ich, für jede Frau ein passendes Kleid und das ist auch ganz wichtig und ich finde es auch ganz schön. Auch dann manchmal eben auch im Freundeskreis so eine Transformation stattfinden zu sehen, wo ich merke, aha, was ist denn jetzt los? Sie hat ein Kleid an und auf einmal steht da ein ganz anderer Mensch vor mir und sie fühlt sich auch ganz anders. Auf einmal werden Bewegungen anders, auf einmal ändern sich ja so ein bisschen Ausdrucksweisen. Es ist ganz spannend zu sehen, was so ein Kleid auch psychologisch und emotional alles ausrichtet. Also bestes Beispiel dazu, denken wir doch mal an das Brautkleid, also das der Inbegriff von irgendwie dem schönsten Tag. Und das ist dann so ein riesiges Symbol, was dann dabei spielt. Da hat man es, glaube ich, schon auf der Hand. Man steigt in dieses Brautkleid und ist eine ganz andere Persönlichkeit, ein bisschen Prinzessin. Das ist der schönste Tag. Das ist was ganz Besonderes. Und das wird ja auch dokumentiert. Das heißt, mit diesem Kleid, das besteht ja auch so ein bisschen die Ewigkeit durch die Fotos. Man guckt immer wieder zurück. Und deswegen ist es auch, glaube ich, so schön, dass man sich dann da in dem Moment oder auch generell in seinem Kleid einfach so wohlfühlt, dass man das es einem gut steht und dass es immer wieder gerne zurückblickt. Und das auch viel Emotionen rausbringt. Also wenn ich auch so alte Kleider mir angucke oder alte Fotos mit meiner Mutter, da merke ich, jedes Kleid hat so ihre Stimmung auch transportiert, zum Beispiel in der Zeit, in der jeweiligen Zeit und wie sie so drauf war. Und ich finde, das ist ein ganz starkes Ausdrucksmittel. Ich muss gerade dran denken, wo du das jetzt erzählst. Meine Mutter hat ja sehr, sehr, also eigentlich hat die sich alles selbst genäht. Meine Mutter hatte eine ähnliche Figur wie ich, nur dass sie 20 Zentimeter kleiner war. Und ich weiß noch genau,
was für Kleider sie hatte. Also, dass ich bestimmte Kleider total an ihr geliebt habe, weil die auch so eine, sie dann in so eine bestimmte Stimmung versetzt haben, glaube ich. Also es gab Sonntagskleider, es gab Kittelkleider, keine Ahnung. Ich bin halt vom Dorf. Da durfte man Kittel tragen. Da wurde es natürlich auch sehr praktisch ausgesucht. Was war das? Was musste man mit dem Kleid heute machen? Und dementsprechend hat man das Kleid auch ausgesucht. Und man hat sich auch früher, kann man sich vielleicht jetzt auch gar nicht mehr vorstellen, ich bin da jetzt gerade im Thema, weil ich für, wir feiern jetzt nächstes Jahr 75-jähriges Jubiläum und ich wurschtel mich gerade durch die ganzen Archive unserer Schnittmuster von den 50ern bis zu den 2000ern, weil wir da ein bestimmtes schönes Projekt machen, Überraschung, ein kleiner Spoiler jetzt schon mal, und wie oft ich darüber gestoßen bin, das Tageskleid, das Nachmittagskleid, das Kleid zum Morgen, das Abendkleid, das heißt, ich hatte das Gefühl, okay, man hat eigentlich gar nichts anderes gemacht in den 50ern und 60ern, als sich 3-4 Mal am Tag umzuziehen und mit den Kleidern irgendwie bestimmte Lebenssituationen zu meistern. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das war sicherlich ein größeres Thema früher, als es jetzt ist. Jetzt muss ein Kleid funktionaler sein und durch ein Styling durch den ganzen Tag irgendwie führen können, weil wir uns das einfach zeitlich nicht mehr erlauben können wollen und es viel zu kompliziert ist, sich über 3 Outfits am Tag irgendwie Gedanken zu machen. Früher war das so. Natürlich sind jetzt meistens alle berufstätig, wir haben weniger Zeit dafür, aber in den 50er, 60ern, jetzt gerade auch in Deutschland, daher sind ja jetzt meine Quellen, war das schon auch gang und gäbe, dass sich Frauen mehrmals am Tag umgezogen haben. Nicht nur Frauen, also, auch Männer haben das Gewand gewechselt. Okay, also in meiner Familie ist das nicht so. Ich hatte immer das Gefühl, dass meine Mutter mit ihrer Kleiderwahl hat sie die Situation für sich auch immer so ein bisschen definiert. Und sie war dann immer sicher. Sie wusste, das Kleid, das passt jetzt genau dazu. Beerdigung, das passt dazu. Ja, ich habe dieses Kleid, da trage ich jetzt eine Kette aus großen roten Perlen dazu und habe die passenden Schuhe. Dadurch wurden Situationen, Lebenssituationen, die oft ja auch heikel sind, also irgendwelche Feiern oder also Veranstaltungen, was auch immer, die wurden geregelt. Das Gefühl, das hatte ich immer. Ne? Dadurch definiert man vielleicht auch ein bisschen die Wichtigkeit der Situation. Und was mir heute klar ist, meine Mutter hat immer den gleichen Kleiderschnitt getragen. Dadurch, dass sie eben sehr weibliche Formen hatte, eine sehr große Brust und sie war einfach viel Frau, aber den Kleiderschnitt für sich gefunden hatte, konnte sie losziehen und konnte immer genau den Stoff für sich suchen, der zu dieser Situation passte, der zu ihr passte. Und sie war dann immer perfekt angezogen. Und obwohl sie ein bisschen füllig war, sah sie immer super schön aus. Also sie sah einfach toll aus. Also ich fand sie sehr schön. Genau, und ist das vielleicht das Geheimnis, dass man den für sich wirklich perfekten Kleiderschnitt findet oder zumindest mal einen, wenn man einsteigen möchte? Ich glaube ja, definitiv. Das heißt natürlich dann eben auch, dass man ja sich so ein bisschen auch mit seinem, natürlich auch mit seinem Körper beschäftigt und so ein bisschen herausfindet, natürlich am Anfang, was ist denn so meine Körperform eigentlich? Und danach kann man ja ganz gut, wenn man das als erstes mal so rausgefunden hat, dann auch überlegen, gut, was sind Sachen, Attribute an mir, die ich besonders hervorheben möchte, die ich auch zeigen möchte. Das ist ja auch ein psychologischer Faktor. Möchte ich jetzt mein Dekolleté zeigen? Habe ich wunderschöne Beine und finde die toll? Liebe ich meine Hände und meine Arme einfach? Was mag ich denn an mir? Was möchte ich zeigen? Und was sind vielleicht so Sachen an mir, wo ich dann vielleicht ein bisschen unsicher bin und an denen, die ich mich erstmal herantasten möchte. Und wenn man das alles so ein bisschen in einen Topf schmeißt, hat man so einen Anhaltspunkt, finde ich, was für einen Schnitt vielleicht ganz gut funktioniert oder als Einsteigerschnitt erstmal ein erstes Erfolgserlebnis garantiert, ohne dass man sagt, oh Gott, das ist viel zu voluminös, da sehe ich ja aus, das Kleid schluckt mich oder ich fühle mich nicht wohl, weil es so viel von meiner Weiblichkeit preisgibt oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, einfach ein bisschen seine Figur rauszusuchen und auch ehrlich zu sich zu sein, was bin ich denn eigentlich? Und dementsprechend kann man ja dann auch viel drüber lesen, was für Schnittformen dann besonders gut sind. Ich bin jetzt
es gibt ja diese Oldschool-Figurtypen, dass man sagt, okay, bin ich jetzt eher so eine Sanduhr, habe ich jetzt eher so eine X-förmige Silhouette, habe ich jetzt so die klassische Apfelfigur, das heißt, ich bin relativ runde Formen oben, genauso wie unten, bin ich eher so ein bisschen birnenförmig, das heißt, habe ich schmale Schultern, bin oben eher grazil und habe dann schon ordentlich eine voluminöse und auch eine sehr weibliche Hüfte. Oder bin ich athletisch, bin ich vielleicht eher relativ ausgeglichen, bin vielleicht sehr groß und sehr schlank. Das heißt ja nicht, dass man, wenn man sehr groß und schlank ist, dass da jedes Kleid auch einem perfekt sitzt. Im Gegenteil, da muss man auch gucken. Also ich glaube, jede Figur, man muss sich mit jeder Figur auseinandersetzen. Das heißt nicht, wenn ich jetzt groß und schlank bin, steht mir alles. Das sieht dann auch manchmal komisch aus. Ich denke nur ein bisschen an die Popeye-Figur, ich weiß nicht, ob ihr sie noch kennt, Olive. Die war ja ein Strich in der Landschaft, die war ja groß und ganz hager und die sah immer so ein bisschen seltsam aus in ihrem komischen Zweiteiler. Also weder weiblich noch irgendwie, sie war so buschikos, ganz seltsam. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie merke, ich kann so eine Figur gar nicht so richtig greifen, ist es für mich so eine Olive. Und da muss ich mir auch selber Gedanken darüber machen, was für eine Silhouette wird denn da jetzt helfen? Was könnten da einfach das ein bisschen unterstützen? Was könnte es ein bisschen kaschieren oder auch zum Ausdruck bringen? Wenn man zum Beispiel jetzt an Frida Kahlo denkt, mir fällt es nur gerade ein, weil ich selber gerade so ein Thema entworfen habe im Sommer, was mit der Frida Kahlo zu tun hatte und so ein bisschen über ihre Kleidungsstile auch nachgedacht habe und über die Kleider, die sie trug. Zu einem war das natürlich aus einer Not herausgeboren. Sie trug lange Röcke, weil durch ihren Unfall natürlich sie ihre Beine kaschieren wollte. Da war ganz schön was los mit Narben und das war ja für sie ganz traumatisch und ganz schwierig. Aber andererseits hatte sie schmale Schultern und eine relativ schmale Taille und deswegen war eine Kombination von zum Beispiel Oberteil und Kleid für sie super oder Kleider, die sehr tailliert waren, aber mit einem kleinen Ärmelchen, die quasi die schmalen Schultern ausgeglichen haben optisch, die Taille hervorgerufen haben und dann sehr weiblich wurden und sehr fraulich. Also die hatte so eine klassische Birnenfigur, wenn wir das jetzt sagen, so ganz salopp sagen würden. Und das hat man ihr gar nicht angesehen. Und da helfen Kleider und Stoff total, um auch Sachen auszugleichen oder zu betonen. Ich wollte gerade sagen, also für mich hat Frida Kahlo eine perfekte Figur. Die sieht wunderschön aus. Jedes Mal immer. Ich finde auch, dass Kleider, den Blick sehr, sehr lenken. Wahrscheinlich mehr als jedes andere Kleidungsstück. Mir ist es gerade nochmal aufgefallen, als ich meine Kollegin Petra zum ersten Mal auf der H&H gesehen habe. Ich bin so, ich sag das dann, wenn mir was gefällt. Und dann habe ich gesagt, oh, so schöne Beine. Weil sie hatte einfach ein schwarzes Kleid an, das auch so ein bisschen die Rundungen kaschiert hat. Und sie hat einfach irre schöne Beine. Und die sah man dann auch. Und, ja, warum auch nicht? Genau. Und ich finde, für mich war das immer so, dass ich auch immer gedacht habe, oh, ich will nicht, dass man meine Beine sieht und meine Brust, das will ich auch nicht so. Und eigentlich müsste ich so ein Maxi-Kleid mit langen Ärmeln, weil ich finde meine Arme jetzt auch nicht so gut. Bei mir hat das lange gedauert und ich habe auch das Gefühl, ich bin in diesem Prozess noch nicht zu Ende. Ich hatte ja euch schon mal Fotos geschickt für euren Podcast, den wir jetzt gleich noch aufnehmen, wo ich ein kurzes, kariertes Kleid getragen habe, hätte ich mich das nie getraut und hätte immer gedacht, naja, ich sehe so furchtbar aus, das kann ich nicht machen. Und jetzt habe ich es dann mal gemacht und meine Fotografin hat immer gesagt, ey, du siehst toll aus, du siehst total schön aus, du kannst Mini-Kleider tragen. Manchmal ist es einfach nur ein Versuch. Also ich meine, was soll passieren, außer dass es schief geht und dass man das Kleid dann vielleicht an eine Freundin vertickt oder verschenkt? Natürlich. Und ich finde, das sind ja Erfahrungswerte, die man machen muss. Ich habe das ja auch jetzt nicht mit Kleidern, aber auch selber hinter mir und habe gesagt, es ist natürlich, wie fühle ich mich in dem Moment? Will ich jetzt eher irgendwie zurücktreten oder will ich mich präsentieren? Ich habe jetzt zum Beispiel so einen Effekt. Ich habe jetzt einen Kleiderschrank aussortiert von meinem verstorbenen Vater und da habe ich einen wahnsinnig schönen XXL Kaschmirmantel gefunden, so einen schwarzen Klassiker aus den 80ern, Sonne, Schultern, ganz wahnsinnig viel Stoff und vor ein, zwei Jahren hatte ich das Ding mal an und dachte, nee, was soll ich damit, ich sehe ja aus wie ein griechischer Pope, das ist viel zu viel Volumen und alles und dann habe ich jetzt den einfach nochmal angezogen, weil der hatte so eine schöne Stofflichkeit, habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie ein bisschen Taille reinbringen, ich muss ein bisschen Stoff zusammenführen und dann bin ich aus dem Schlafzimmer raus, meine Mutter war da anwesend, guckte mich an, meinte, was ist denn das für ein toller Designer,
Wandermantel, woher hast du den? Ich so, du, das ist der alte Mantel von Opa. Ich habe den jetzt halt so gestylt oder so irgendwie mit Ärmel hochgekrempelt und geguckt, dass dann die Sachen, die ich betonen möchte, die breiten Schultern, dann vielleicht die Hüfte, irgendwie anders, das sah ganz anders aus. Und das war nicht mehr dieser riesennasse Sack, der dann auf dem Kleiderbügel hing, sondern dadurch habe ich dem Kleidungsstück und meiner Figur auch eine neue Form gegeben. Und das fand ich irgendwie einen spannenden Moment. Und das kann man mit Kleidern und mit Stoff eben auch erreichen. Man kann ja ein Kleid sehr, sehr einfach zum Beispiel durch einen Gürtel auch nochmal auf Figur bringen, ne? Ja, perfekt. Also wenn man jetzt sagt, okay, man ist sich nicht sicher, man hat gerne irgendwie auch so sportliche oder lässige Kleider, sind ja auch gerade sehr angesagt, die ganzen Oversize-Kleider. Aber oft kriege ich dann auch Zuschriften, oh, jetzt ist alles Oversize, Oversize, Oversize. Ich bin klein, ich bin relativ, ich habe jetzt irgendwie doch eine starke Hüfte. Ich sehe immer aus wie irgendwie so ein quadratischer Eimer, bös gesagt, also O-Ton. Das hat mir eine Leserin mal geschrieben. Da habe ich der geschrieben, ja, definier doch mal, wo ist denn deine Taille? Wo würdest du denn gerne eine Taille haben, wenn du nicht so eine ausgeprägte hast? Und versuch doch mal, den Blick dahin zu lenken. Und dann hat sie mir auch ein Foto geschickt und sie meinte, ja, vielen Dank. Das hat sie noch gar nicht so, ist sie noch gar nicht bewusst geworden, dass man einfach mit Hilfsmitteln, mit zum Beispiel einem Gürtel oder mit einer Teilungsnaht oder mit zwei Stofflichkeiten vielleicht eben den Blick auch auf eine Taille, die vielleicht nicht so extrem vorhanden ist, wie man es vielleicht von einer X-Silhouette in so einem Schönheitsideal hat, das hinzubekommen. Oder wenn man eine erhöhte Taille hat und man denkt sich, auch mein Oberkörper wirkt irgendwie so schmal, dann kann man das natürlich auch durch eine Schnittform ausgleichen, die eher in die Länge zieht. Oder wenn man denkt, oh, ich habe zu kurze Beine, dann würde ich davon abraten, halt auch bodenlange Kleider zu nehmen, die das Ganze noch so unterstützen, sondern dann vielleicht den Saum kürzer zu machen oder einen Schlitz mit einzubauen, dass man immer ein bisschen mehr Haut sieht, dass es optisch immer verlängert wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und man muss sich natürlich, das ist gar nicht so einfach, das fällt mir selber auch schwer, auch wenn ich dann Frauen oder Leserinnen berate. Das ist natürlich sehr komplex, weil jede Figur ist anders und jede Person ist individuell und jeder Mensch hat seine eigene Vision von jedem, oh, ich mag das nicht, ich mag dies nicht an mir oder ich habe jetzt doch große Brüste, warum? Und ich so, ja, ist doch super, dass du so große, schöne Brüste hast, dann zeig sie doch jetzt, dann finden wir jetzt einen Schnitt, wo du dann auch stolz sein kannst, sag, ja, das zeichnet mich aus, ich zeig dir jetzt, also natürlich. Das war für mich immer selbstverständlicher, als ich in Griechenland war, im Urlaub früher. Die südländischen Frauen hatten, da ist mir als Kind so aufgefallen, anderes vielleicht ein Selbstbewusstsein. Es war natürlich auch durch das Klima anders. Die haben viel mehr Dekolleté gezeigt, viel mehr Ärmel gezeigt, viel mehr Beine gezeigt, als ich das jetzt hier im deutschen Kulturkreis einfach gesehen habe. Und die einfach auch stolz drauf waren. Da war dieses, du musst jetzt eher, oder du sollst schmal sein, du musst jetzt eher buschikos aussehen. Das war gar nicht so ein Schönheitsideal, das war auch gar nicht so ein Zeitgeist da. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir so ein Paket uns mit uns rumschleppen und sagen, naja, eigentlich ist das Schönheitsideal so und so. Das ändert sich ja Gott sei Dank. Wichtig ist, so, glaube ich, sich in den Spiegel anzugucken, sich selbst zu lieben und zu sagen, gut, was möchte ich denn jetzt ändern? Was möchte ich herausstellen? Wo sind meine Stärken? Weil jeder Mensch hat Stärken in seiner Figur, in seiner Optik und wie gehe ich damit um und mach Schritt für Schritt, kann ich dann das perfekte Kleid oder das perfekte Styling dazu finden, was mich unterstützt. Wichtig ist natürlich auch, dass man in sich reinhört, ne, und natürlich sich fragt, womit fühle ich mich denn sicher? Also ich würde mich zum Beispiel mit einem Minikleid und Nackenbeinen überhaupt nicht gut fühlen. Das wäre für mich ein No-Go. Deswegen ziehe ich dann dazu, weiß ich nicht, Leggings an. Ja. Das finde ich ist eine ganz coole Übung. Leggings plus Tunika oder Leggings plus ein kurzes Kleid. Oder es gibt Strumpfhosen, die, wo man sich dann auch schön aufgehoben und geschützt fühlt. All sowas funktioniert ja. Man kann diese Gürtel zum Beispiel auch mal ausprobieren in unterschiedlichen Höhen, ist mir eben aufgefallen. Natürlich. Also, weil man vermutet die Taille oft anderswo, als sie eigentlich ist. Oder als man eigentlich möchte, dass sie ist. Ja, natürlich. Und man muss sich auch so ein bisschen fragen, also damit habe ich mich selber dann auch beschäftigt, woher kommt denn das? Also klar, natürlich kann man dann sagen, wieso mag ich denn jetzt vielleicht auch eine Körperstelle nicht? Was hat denn das für einen Hintergrund? Ist das irgendwie historisch? Bin ich da irgendwie mal traumatisiert worden? Gab es mal einen blöden Spruch in der Schule, der sich so blöd und tief eingeprägt hat bei mir, dass ich das gar nicht mal vergessen kann? Vielleicht ist es ja jetzt gar nicht mehr so. Und ich finde, da muss man sich selbst fragen, ja, warum ist es so? Und ist es noch gerechtfertigt oder traue ich mich jetzt einfach mal was? Oder kann es in kleinen Etappen ändern? Da kann man viel machen.
Ja, natürlich kann man da viel machen. Und manchmal werden einem dann auch Sachen bewusst, die irgendwas in einem ausgelöst haben, über die man nie nachgedacht hat, aber die immer so mitgeschwungen sind, Ja, ne? klar. Lass uns mal ganz kurz gucken, was ist denn gerade so Trend? Was kann man überhaupt machen an Formen? Als wir im Vorgespräch waren, hast du gesagt, naja, so ein klassisches A-Linienkleid, das ist immer noch in. Ja, das Schwierige und das Schöne an der Sache ist, es sind im Moment, ich habe ja schon gerade gesagt, es ist quasi gerade alles geht und alles ist machbar. Wir haben ja keine Modediktate mehr. Das heißt, wir sagen jetzt nicht mehr, das Alien-Kleid ist jetzt in dieser Saison der absolute Renner. Als ich mich jetzt auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich dann gemerkt, oh Gott, was sage ich denn? Ich habe A-Linienkleider, ich habe Mini-Kleider, ich habe Midi-Kleider, ich habe Boho-Kleider, ich habe Wickelkleider, es ist alles, also alle Körperformen und alle Kleiderformen werden gerade durchdekliniert. Und das ist das Schöne daran, weil ich glaube, wir haben einfach so eine große Vielfalt gerade im Kleiderbereich, die uns das Experimentieren auch ermöglicht. Das klassische Hemdblusenkleid ist nach wie vor super gut tragbar. Es ist immer noch auf allen Laufstegen zu sehen, wenn man jetzt vom Trendgedanken ausgehen möchte. Maxi-Kleider nach wie vor ein Riesending, immer super gut für den Sommer. Und das steht auch sehr vielen Figuren. Man muss natürlich ein bisschen mit den Stoffvolumen aufpassen und schauen, dass es dann nicht auch erschlägt. Aber Maxi-Kleider sind immer noch ganz wichtig. Wickelkleider haben gerade eine Renaissance. Das heißt, Wickelkleider sind natürlich auch perfekt geeignet, um jetzt ja eine schöne Sanduhr-Silhouette hervorzuheben oder eben auch eine Taille zu zaubern und auch bei Figuren mit mehr Busen und mehr Oberschenkeln oder mit ein bisschen mehr Hüfte einfach eine super schöne weibliche Silhouette zu kreieren, weil es einfach die Taille betont und es schmeichelt wirklich wahnsinnig vielen Figurtypen. Nach wie vor die Oversize-Kleider ist ein Riesentrend, die Volumenkleider, ich glaube, das hat damit zu tun, weil wir uns natürlich auch nicht mehr einengen lassen. Wir brauchen ein Kleid, was sich im Großstadtdschungel gut stylen lässt. Also einfach locker, wenn ich mich irgendwie bewegen muss, wenn ich viel um die Ohren habe. Ich brauche es luftig. Wenn ich jetzt irgendwie das ein bisschen körpernah möchte, arbeite ich vielleicht mit dem Gürtel oder mit einem anderen Schuh und kann quasi mit den Silhouetten und um dem Volumen irgendwie ganz gut spielen. Daher kann man so eine Passform kreieren von locker bis lässig und es lässt viel Bewegungsfreiheit zu. Und es ist super gut natürlich auch, weil es nicht viele Schnittlinien hat, für große Muster zum Beispiel oder auch um einfarbige Silhouetten zu machen seiner Lieblingsfarbe, in einer Farbe, die gerade vielleicht besonders angesagt ist. Und das bietet auch viele Möglichkeiten, auch wenn man jetzt auf auffällige Accessoires steht, dass man eben durch so ein ruhiges, einfarbiges Kleid eben auch das Accessoire super gut zur Geltung bringen kann. Und Gegenzug dadurch als kompletter Gegenspieler, die 90er Jahre sind, habe ich ja gerade schon gesagt, sind auch wieder sehr da. Die klassischen Slipdresses, die wirklich sehr buschikos, die sehr schmal sind, die quasi an Nachthemden erinnern, die natürlich wirklich alles an der Figur abzeichnen. Das muss man sich natürlich trauen, wenn man sich nicht ein Slipdress gleich anziehen möchte. Also Slipdress sind ja diese klassischen Trägerkleidchen, meistens mit einem V-Ausschnitt und ärmellos und relativ lang. Dann fängt man halt einfach mit dem Oberteil an in diese Richtung und kann sich ja dann so ein bisschen da entlang arbeiten. Asymmetrische Kleider. Immer noch die 90er sind sehr en vogue gerade, um eben einfach bestimmte Schulterpartien zu betonen. Man hat asymmetrische Säume oder Ausschnitte und dadurch wirkt es Oder immer, beides. oder beides auch entgegengesetzt. Dadurch wirkt es modern und irgendwie edgy. Es ist meist einfarbig im Moment und um einfach diese Schnittdetails und diese Schnittformen ganz gut hervorzuheben. Eben sieht man auch diese Off-Shoulder-Kleider immer noch, nach wie vor, diese schulterfreien Kleider, die einfach diese Schultern und diesen Aspekt betonen, der einfach auch ja sehr schön ist. Es bietet Platz für ein schönes Schmuckstück. Es bietet Platz gerade im Sommer, wenn man schon ein bisschen gebräunt ist und sich wohlfühlt und sich denkt, naja, so viel Brust möchte ich gar nicht zeigen, aber den Bereich, der ist, sieht super schön aus. Ich mag es an mir. Ich finde, es ist eine super Ausschnittlösung. Man kann damit Rüschen und Volants spielen und kriegt dann, ohne zu viel preisgeben zu müssen, so eine super schöne, feminine, romantische, Silhouette irgendwie hin. Und ein großer Trend ist, aber es ist auch sehr schwierig und da würde ich mit Vorsicht rangehen. Erstmal sind transparente Kleider im Moment. Die Transparenz ist gerade ein Riesenthema im Stoffbereich. Die klassischen transparent gewebten Materialien wie Chiffon, wie Seidencrepes und, haben gerade ein großes Comeback.
eben auch so ein bisschen, wir gucken in unsere Vergangenheit, wir brauchen es fluide, wir wollen uns von dieser Schwere des Alltags irgendwie lösen. Es hat auch sicherlich was damit zu tun, so ein bisschen jetzt auch mit, wie sehen jetzt auch vielleicht die jüngeren modeinteressierten Menschen diese Welt durch Computerspiele, durch Animationen, durch virtuelle Wirklichkeiten, wo dann die Gesetze der Schwerkraft irgendwie aus der Stande gesetzt wurden. Auf einmal hat man so Stofflichkeiten, die fliegen, die irgendwie so ganz leicht sind, weil man das so gewohnt ist. Und das sind so Aspekte, die immer mit in die Mode einspielen, und auf einmal versucht man das dann auch in Kleiderform zu kreieren, dieses Fluide, dieses Leichte. Und da habe ich dann den Tipp natürlich, das sehr portioniert zu machen, dass man sagt, okay, man nimmt nur einen Teil oder hat nur mal einen Einsatz, der vielleicht transparent ist, wo man sagt, okay, damit kann ich dosiert umgehen. Ich muss jetzt nicht gleich alles von mir preisgeben, oder kann natürlich Transparenz sehr gut mit einem Lagenlook stylen. Ich gucke, dass ich gut eingepackt bin, dass ich merke, gut, das ist alles safe, ich komme irgendwie nicht blöd vor, und dann was eine transparente Lage drüber zu packen. Ändert auch wieder an die 90er Jahre, da war das ein Riesenthema, und ist jetzt halt auch wieder gut, dass man sagt, gut, dann mache ich mir halt mein Oberhemd oder mein Chasubel oder meine Longjacke, probiere ich mal ein transparentes Material und traue mich halt dran, und dann ist das ein super Wow-Stück, was sportlich im Alltag gut getragen wird, aber auch total abendlich aussehen kann, je nach Stoffwahl und je nachdem, was man drunter zieht. Hat man ein schönes Abendkleid drunter, wirkt es sehr, sehr abendlich. Hat man irgendwie ganz ein lässiges Kleid oder ein T-Shirt und eine Jeans darunter, wirkt es auf einmal ganz cool und fluid und sportlich. Also da kann man ganz viel mitmachen. Also Transparenz wird uns weiter begleiten und wird auch ein wichtiges Thema sein. Aber da würde ich ein bisschen vorsichtig drauf sein. Nicht, was auf dem Laufsteg gut aussieht, ist im Alltag natürlich machbar. Es sind immer nur Tendenzen, die uns die Designer natürlich zeigen wollen, um dann diese Richtung zu unterstützen, die es dann geht. Ja, aber auch da, also ich finde, ein Lagenlook ist eine total schöne Idee, auch was so ein Slipdress angeht. Slipdress. Das ist ein Slipdress aber hier. Also man kann es versuchen und dann tatsächlich einfach ein Bolero-Jäckchen oder eben so eine Kurzjacke zum Beispiel. Eine Tunika. Sind ja gerade auch angesagt, oder eine Tunika darüber. Irgendwas, so wie man halt, keine Ahnung, einen Spaghetti-Top drunter tragen würde, das eben mal als Kleid oder sowas, ist natürlich auch immer sehr, sehr situationsabhängig. Klar. Genau. Also du hast jetzt ganz viel auch erzählt, was wir gerade so machen und wo ich auch immer gucke, wie wirkt das an meinen Models, was macht mich da total an? Also ich finde zum Beispiel diese Egg-Shape-Kleider so im 90er-Jahre-Look total cool, weil die sich mega stylen lassen. Bei uns, wenn du durch Eppendorf oder durch Eimsbüttel gehst und dann siehst du die Frauen in irgendwelchen knielangen Egg-Shape-Kleidern mit Blanz Stones dazu, die so scheiße cool aussehen, die so wunderschön sind, wo du gar nicht viel Figur siehst, wo du eigentlich nur ein paar Unterschenkel siehst, die dann in ganz groben Stiefeln verschwinden. Und ich will die einfach nur küssen. Ich finde die einfach nur toll, weil die eben so eine Coolness ausstrahlen und da so viel Leben drin ist irgendwie. Ich glaube, Kleider sind deswegen auch so spannend, weil man mit so wenigen Handgriffen und so klugen Entscheidungen was ganz, ganz Tolles machen kann. Ja, und ich finde, Kleider sind auch gar nicht so stylingintensiv, wie man denkt. Wenn man ein tolles Kleid anhat, dann sollten die Accessoires dazu eher eine Nebenrolle spielen. Also das kommt natürlich auf die Trägerin und das Kleid an, aber ich finde, wenn das Kleid schon gut sitzt und das meint, und du hast ja gerade das erzählt, du hast so eine schöne Silhouette, und dann hat man dann relativ schlichtes Accessoire dazu oder macht auch einen Stilbruch damit. Wer hätte sich vor 10 Jahren gedacht, dass wir jetzt irgendwelche femininen Kleider, Boho-Kleider auf einmal mit dem Turnschuh stylen, das ist alltagstauglich geworden. Wir können nicht mehr in hohen Hacken irgendwie unseren Alltag bewältigen, wollen das vielleicht auch nicht mehr. Und das sieht trotzdem gut aus. Und wenn man dann einfach überlegt, ja, ist es dann die richtige Farbe? Ist es dann der richtige Schuh? Ist der vielleicht zu klobig oder ist der gerade gut? Betont der meine Füße schön? Also ich glaube, man muss sich dann einfach auch überlegen,
Ich würde gar nicht mehr sehen, okay, welcher Schuh passt jetzt zu welchem Kleid? Muss jetzt der Schuh zu der Handtasche passen? Um Gottes Willen, nein, muss es alles nicht mehr. Oder passendes Material zum Gürtel. Aber was wichtig ist, wenn man sich Accessoires und vor allem Schuhe kauft, glaube ich, passt es zum Fuß? Mag ich ihn? Unterstützt mich dieser Schuh? Oder ist es komisch? Klar kann man sich jetzt in so einem klobigen Fashion-Sneaker kaufen, weil ihn gerade alle anhaben. Aber ich glaube, man muss sich selber fragen, passt es zu meinem eigenen Stil? Will ich ihn in 2 Jahren noch, wenn dieser Trend vorbei ist? Und unterstützt er mich überhaupt? Oder sehe ich jetzt irgendwie aus wie irgendein Tier, was jetzt irgendwie im Stall abgestellt wurde mit den großen klobigen Hufen? Weil ich finde, es geht auch manchmal schief. Also da muss man halt auch aufpassen, umso extremer das Accessoire ist, desto feinfühliger muss man sein, natürlich mit dem Styling, mit der eigenen Figur. Das kann man natürlich machen, wenn man Spaß dran hat, aber wie gesagt, ich finde beim Accessoire-Kauf und gerade bei Schuhen ist es super wichtig, auch in sich reinzuhören und auch zu gucken, steht mir das, ist es bequem genug, sieht mein Fuß drin gut aus, mag ich mich da drin und unterstützt es dann auch meine Proportion, weil Schuhe bewirken da auch ganz viel. Ja, brauche ich also ein bisschen Hilfe durch einen kleinen Absatz oder bin ich schon groß genug und will es eigentlich vermeiden und dann nehme ich lieber einen flachen Schuh dazu zum Beispiel. Also früher hat man gesagt, ja, so feminine Kleider brauchen einen High Heel. Nein, feminine Kleider können genauso gut mit einer Sandale super aussehen, können mit einem Schnurrstiefel ganz gut aussehen, sehen auch super cool aus mit einem Cowboy-Boot oder einem Wildlederstiefel. Whatever. Das ist alles, ist gerade erlaubt. Man muss es auf sich abstimmen. Das ist, glaube ich, gerade das Wichtige. Naja, und das schönste Kleid nützt ja nichts, wenn du nach einem Kilometer gelaufen dich dann durch die Stadt schleppst und humpelst, weil du Blasen an den Füßen hast, ja, weil dir alles wehtut oder so. Natürlich. Also nützt natürlich ja nichts. Muss man auch dann überlegen, was will man denn auch machen heute und wozu ist der Schuh, hilft mir der Schuh jetzt über den ganzen Tag oder bin ich nach 10 Minuten fix und fertig und laufe dann mit den Schuhen in der Hand cineastisch über die Flaniermeile in Hamburg, die über den Jungfernstieg zum Beispiel. Ja, genau. Oder die Mönckebergstraße barfuß. Das sieht im Film vielleicht immer ganz nett aus, aber ich glaube, in real life ist das, glaube ich, keine gute Idee. Nee, glaube ich auch nicht. Irgendwas hatte ich noch, was ganz Wichtiges, was mir... Ach so, ja. Accessoires. Wir können ja alle nähen. Also sich ein Kleid zu nähen, und darum geht's ja letztendlich, das gut zu einem passt, da ist es manchmal auch eine gute Idee, sich noch ein Täschchen oder noch ein passendes Accessoire dazu zu, oder ein Jäckchen oder ein Schal, irgendwas, was gut dazu passt, ein Stirnband, wo sich nochmal irgendwas wiederholt, wo man vielleicht nochmal eine kleine Farbklammer machen kann oder wo man nochmal irgendwas ergänzt, damit man ein fertiges Outfit hat, finde ich, das ist für mich immer eine gute Idee, dass ich nicht jedes Mal vom Kleiderschrank stehe und denke, oh Gott, was ziehe ich jetzt dazu an? Genau. Ja, oder auch zu sagen, man hat jetzt irgendwie einen bestimmten Schnitt, man möchte jetzt doch vielleicht den Schnitt irgendwie anders betonen. Ich habe jetzt ein A-Linienkleid, was vielleicht ganz fluide und ganz viel Stoff hat. Ich nähe doch einfach mal aus einem Viereck oder vermaßt aus einem Stück Stoff mal einen Gürtel dazu, packt in der gleichen Farbe und guck mal, was der macht, wenn er unauffällig quasi meine Taille ein bisschen zusammenbringt. Oder ich den, wie du schon sagst, mal höher als Empire-Linie mal zusammengürtel. Was macht es mit dem Kleid und was macht es mit dem Stoff ohne gleich ein auffälliges Accessoire benutzen zu müssen. Oder man hat auch mal ein Stück Stoff und macht sich einfach mal eine Rüsche irgendwo dran, denkt sich, aha, jetzt ist dieses ganz schlichte Kleid mit einer einfachen vermaßten Rüsche, die man eingereiht hat am Ärmel oder am Saum, kriegt es auch einmal einen ganz anderen Look oder eine ganz andere Länge. Ich finde, da kann man wahnsinnig viel auch mit den Grundschnitten, ohne jetzt groß Schnitttechnik beherrschen zu müssen, ganz viel improvisieren und so ein bisschen damit spielen. Ja, man kann natürlich auch immer nochmal ein Tunnelchen aufsteppen, einfach eine Kordel durchziehen und irgendwo was raffen oder was zusammenziehen oder sowas. Also da ist man frei. Also man muss keine Schnitttechnik beherrschen, um das zu können. Nee, mit Gummizügen zu experimentieren und einfach mal drunter zu steppen, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wenn man so ein bisschen für sich rausgefunden hat, was so die Platzierungen, die Proportionen sind, dann kann man da wahnsinnig viel ausprobieren. Gilt auch für Ausschnitte, die kann man ja dadurch auch variieren. Stimmt, genau. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben über alles gesprochen und über gar nichts. Also, das war ein richtig wilder Ritt jetzt durch die Geschichte des Kleides. Also ich fand es total spannend. Ich könnte ewig weiter mit dir sprechen. Wir haben aber jetzt ja noch einen Termin. Vielleicht müssen wir uns da nochmal irgendwann zu verabreden.
Sehr gerne. Wie gesagt, ich stehe zu jeder Schandtat bereit. Sehr gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet richtig Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ermutigen, auch mal was auszuprobieren, vielleicht mal einen Kleiderschnitt euch zu schnappen. Und da findet ihr natürlich die schönsten Modelle bei Burda und auch bei So Simple. Probiert euch aus, guckt euch das an. Bei uns, wir zeigen ja oft auch die Kleiderschnitte nochmal in großen Größen. Ist bei euch ja ähnlich, dass man Ja. bei euch auch mal sehen kann, wie das dann aussieht, wenn man keine Size Zero trägt. Genau, bei euch steht es auch immer dabei, ne? Wenn das ein 46 ist zum Genau, bei uns Beispiel. steht es dabei und bei uns steht es auch, was vielleicht auch noch abschließend vielleicht ein wichtiger Tipp ist, wenn man sich an das Thema Kleider ranwagt und auch Kleider näht, wenn man vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung hat. Unbedingt, natürlich, haben wir schon beim anderen Podcast besprechen, ne, das richtige Maß nehmen, dass man wirklich auch seine richtige Größe findet. Und dann auch vielleicht den Stoff auch einsetzt, der auch dafür dieses Kleid beschrieben wurde und auch vorgestellt wurde. Zum Beispiel jeder Kleiderschnitt und jede Passform, es sind ja verschiedene Passformklassen, arbeitet ja mit bestimmten Mehrweiten in den Kleidern, dass man sich einfach bewegen kann, dass es diesen Look hat, dass es jetzt zum Beispiel Oversized ist oder jetzt doch körpernah und angeschmiegt ist. Da sind ja schon in den Schnitten bei uns und bei dir ja wahrscheinlich auch eben schon auch die Bewegungsmehrweiten drin, dass der Look unterstrichen wird, aber auch eben die Optik des Kleides. Und wenn es jetzt ein Schnitt ist, der für ein Jersey-Kleid ausgelegt ist, dann nehmt auch bitte ein Jersey oder Material, was sehr dehnungsfähig ist, weil sonst näht ihr das Kleid aus einer Baumwolle und es wird, wenn es eine engere Passform hat oder generell einfach am Ärmel, an der Brust und Co. nicht sitzen, weil man den Schnitt ganz anders aufstellt. Also sich ein bisschen Zeit nehmen und auch mal so ein bisschen in die Materie zu gehen und zu denken, ja, ist es jetzt der richtige Stoff für dieses Kleid? Ist es jetzt die richtige Größe? Und ist es auch vielleicht ein Kleid, was auch meinem Nähskill entspricht, weil es bringt ja nichts, wenn man sich das Traumkleid ausgesucht hat und dann ist es so kompliziert, dass man nach 2, 3 Stunden an der Nähmaschine ja schon aufgibt und dann überhaupt keine Lust mehr daran hat. Ich glaube, da muss man sich auch da ein bisschen mit auseinandersetzen und dann steht dem Erfolg, glaube ich, nichts im Wege. Das sind ja immer das sind die ewigen Fragen. Also das sind die Fragen, die bei mir am häufigsten auftauchen. Kann ich diesen Schnitt auch aus Baumwolle oder aus Leinen nähen, wenn da explizit Jersey steht? Und ich denke dann immer, wie der alte Bundestrainer gesagt hat, kaum mache ich's Maul zu. Weil das ist was man gebetsmühlenartig sagt. Bitte benutze den Stoff, für den dieses Kleid oder dieses Schnittmuster ausgelegt ist. Ja. Und dann kriegst du aber hinterher eine Bewertung, wo dann drin steht, ey, ich habe den jetzt mal aus Leinen genäht, das ging ja überhaupt Überhaupt nicht. viel zu eng und es hängt wie ein Sack. Ich so, ja, klar, hängt es wie ein Sack, weil es ist jetzt ein Sacklein und es ist kein fluider Jersey, der in sich zusammenfällt. Natürlich, weil genauso wie du machen uns ja auch dann Gedanken, welcher Stoff ist für den Schnitt gut, welche Weiten sind bei den Stoffen wichtig. Deswegen machen wir auch eine Anprobe, wenn wir jedes Modell, bevor wir es fotografieren, jeder Stoff reagiert anders. Eine leichte Baumwollqualität verträgt mehr Weite als jetzt irgendwie ein Popelin, der zu allen Seiten absteht und dann komisch aussieht. Deswegen, da machen wir uns ja viele Gedanken und ja, man kann natürlich experimentieren, aber wenn man damit einsteigt, sollte man sich doch relativ nah an unsere Vorschläge halten. Und dann hat man, glaube ich, relativ schnell ein gutes Ergebnis. Und auch Jersey ist nicht gleich Jersey. Also Genau, da gibt es muss verschiedene man, da Grammaturen gibt's, und Gewichtsklassen genau. und. Das ist ja leider eine Wissenschaft für sich. Deswegen kann man, glaube ich, mit den Angaben, die wir beide dann quasi zu unseren Schnitten machen, wenn man sich so ein bisschen dran hält beim Stoffeinkauf, dann ist schon mal die Hälfte der Miete erledigt, glaube ich. Ja, also herrlich war's, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für die wunderschönen Infos, für das herrliche Gespräch. Das war wieder mal toll. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hört euch auch mal den Burda-Podcast an. Das ist nämlich tatsächlich sehr lohnenswert. Also ich lerne da auch immer ganz viel dabei. Vor allem immer ganz viele neue Wörter, wie ich von Oh Gott. dazulerne. Keine Schimpfwörter, nein, nein. Nee, da muss ich mir zusammenreißen. Du, ich finde, du benimmst dich tadellos. Ja, wundervoll, okay. Immer. Sehr gut. Genau, also seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tasso macht heute die Abmoderation und hat das letzte Wort. Ich sage bye bye.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein durfte auf der gemeinsamen Reise von So Simple und Buddha Style. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über Kleider mitnehmen können. Und ja, wir beide haben euch ein bisschen Lust gemacht, einfach jetzt mal einen neuen Kleiderschnitt auszuprobieren. Also, der Sommer naht, der ist schon hier heute in München in vollen Zügen. Da ist es warm. Ran an die Nähmaschine und näht euch euer neues Lieblingskleid für den Sommer. In diesem Sinne, vielen Dank für die Einladung und bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.